Ja, viele von euch haben ja bereits das erste Video zum Wiederaufbau des kleinen Elektroflitzers Think City gesehen. Wenn nicht, verlinke ich es mal hier oben. Und heute kommen wir zum zweiten Teil, denn ich bin auf dem Weg zu den Leuten, die in der Zwischenzeit daran gebastelt haben, und die geben mir mal so einen kleinen Einblick darin, was denn in der Zwischenzeit passiert ist, wie der technische Stand aktuell ist und was nun als nächstes gemacht wird. Wenn dich das interessiert, dann wünsche ich viel Spaß bei diesem Video. Die erste Zelle 3,28 Volt. Zellen zu laden, die 0 Volt Spannung haben. Mit diesem Adapter können wir jetzt an die einzelnen Zellen herankommen. Unwiderbringlich tot. Über alle Zellen. Ja, jetzt habe ich mich mit Henning getroffen. Henning ist mitunter federführend beim Wiederaufbau des Things. Und Henning erklärt uns jetzt mal, was denn dort schon passiert ist an dem Think. Naja, der Akku wurde ja ausgebaut von dem Sven von Repower. Und da wir natürlich nicht immer nach Falkenberg fahren wollten, um an dem Akku zu arbeiten, was ja auch ein paar Kilometer sind, ja, hat der Erik dankenswerterweise den Akku abgeholt und im Laderaum seines Pajero untergebracht, zumindest für eine Weile. Und die insgesamt 360 Volt Nennspannung ist natürlich nichts für Laien. Und dadurch, dass wir die ganzen Hochvolt-Verbindungen, die Einzelakkus miteinander in Serie schalten, entfernt haben, haben wir jetzt praktisch Einzelblöcke mit maximal 45 bis 48 Volt. Also keine Hochvolttechnik mehr. Und wir brauchen keine roten Handschuhe mehr. Okay. Der Sven Richter hatte ja das Problem, er konnte nur die Summenspannung eines jeweiligen 12er Blocks, also 12S Blocks, messen. Und die streuten sehr stark, das war ja das Ergebnis, zwischen 30 und etwa 45 Volt. Und Ziel war es ja sozusagen, eine Ebene weiter runter zu kommen, um zu gucken, wie geht's denn in dem Paket sozusagen. Also der Akku besteht ja aus acht Batterien, die nochmal unterteilt sind in zwei Blöcke, und diese Blöcke sind dann auch nochmal unterteilt auf 12 Doppelzellen, richtig? Ja. So, und jetzt wollt ihr natürlich weiter runterkommen, um zu gucken, ist der Block komplett tot oder sind es nur einzelne Zellen, die vielleicht abdriften von der Spannung her? Wir hatten ja gehofft, weil wir praktisch an jedem Zellenblock Spannungen gemessen haben. Also da war nichts null, sondern wir haben Spannungen gemessen. Wie gesagt, der schwächste Akkublock hatte etwa 30 Volt. Geteilt durch 12 würde bedeuten 2,5 Volt. Das wäre noch zu tolerieren. 2,5 Volt pro Zelle. Das kann man wieder aufpäppeln, kein Problem. Wir konnten aber bei dem Sven Richter nicht die einzelne Zelle untersuchen. Und jetzt ist der nächste Schritt gewesen, wir haben einen Adapter gebaut und haben jetzt die Möglichkeit gehabt, jede einzelne Zelle auf ihre Spannung zu untersuchen. Und kurze Frage, der Adapter musste gebaut werden, weil die Anschlüsse sozusagen, über die man da rangeht, ist eigentlich so das Kommunikationskabel, kann man das so sagen? Es ist ein sehr empfindliches Kabel mit einem Folienflachkabel auf einem 42-poligen Stecker. Und das ist sehr riskant, wenn man da jetzt einzelne Pins
abgreift und aus Versehen da mal einen Kurzschluss macht, dann explodiert eine Zelle, beziehungsweise du schließt eine Zelle hoch, da ist eine enorme Energie drin und das wollen wir natürlich nicht. Mhm. Deshalb dieser Adapter, der uns es ermöglicht, ohne Gefahr die einzelnen Zellenspannungen zu messen. Und hier aber auch nochmal ganz wichtig der Hinweis, das ist nichts, was man zu Hause nachmachen sollte. Ne? Also ihr sollt jetzt nicht irgendwie an eurem Hybrid oder an eurem Elektroauto anfangen, den Akku auszubauen und das nachzumachen. Alle Leute, die hier an diesem Akku arbeiten, die haben fundiertes Fachwissen, die wissen, was sie dort machen. Und du hast es dein Leben lang, glaube ich, gemacht, dich mit solchen Techniken auseinandergesetzt. Naja, gut, also Elektrotechnik-Ingenieur. Und ich habe schon Hochachtung vor hohen Spannungen. Deshalb arbeiten wir hier im Niederspannungsbereich. Wie gesagt, bis etwa 48 Volt hat ein einzelner Block. Aber die enorme Energie, die in einer einzelnen Zelle steckt, wenn sie denn noch lebt, davor sollte man schon Respekt haben. Wir haben eine Bestandsaufnahme gemacht und haben alle Zellen durchgemessen. Von allen 8 Akkublöcken bzw. allen 16 Zellblöcken. Unsere Hoffnung war ja, wir haben zwar unterschiedliche Summenspannungen, aber innerhalb eines Blocks gleichmäßige Zellenspannungen. Diese Hoffnung hat sich leider nicht bestätigt. Das geht dann los, Zellpack 1. 11 Zellen haben eine sehr gleichmäßige Spannung zwischen 3,2 und 3,4, 3,5 Volt und eine einzige Zelle 0 Volt. Ähnlich beim Zellpack Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4, Nummer 5. Auch Nummer 6. Dann gibt es wieder Zellblöcke, die sehr gleichmäßig über alle Zellen eine gleichmäßige Spannung haben. 3,6 bis 3,7 Volt. Alle Zellen sehr nah beieinander. Da gab es ein paar Zellen, die haben noch 0,6 Volt gezeigt. Ist eigentlich auch schon quasi tot. Einige waren dann grenzwertig mit 2,4. Offiziell soll nach der Spezifikation für diesen Akku die Mindestzellspannung 2,5 Volt sein. Aber 2,4, das kriegt man nochmal wieder in den Griff. Der nächste Schritt ist, was passiert, wenn man eine solche 0 Volt Zelle versucht, langsam wieder zum Leben zu erwecken. Henning, da muss ich mal ganz kurz einhaken. Und zwar, du hast gerade gesagt, ihr habt vor, Zellen zu laden, die 0 Volt Spannung haben. Jetzt habe ich aber immer gehört, eine Zelle, die 0 Volt hat, ist unwiederbringlich tot. Wie soll das funktionieren? Jein. Okay. Zumindest was man in der Literatur liest, dass es bei einer total auf Null entladenen Zelle zu Dendritenbildung kommt. Was ist das? Das ist sowas Ähnliches wie in der Tropfsteinhöhle, die Stalaktiten und die Stalagmiten. Das heißt, statt auf einer Ebene eine gleichmäßige Verteilung der Lithium-Ionen in der Regel zu haben, bilden sich Pickel. Und diese Pickel könnten wachsen und den Separator durchstoßen und letzten Endes zu einem Kurzschluss führen. Das ist so die Theorie von diesen Dendriten. Ah, okay. Und das hängt damit zusammen, dass irgendwann bei 2,5 Volt die Möglichkeit, Lithium-Ionen von der einen Seite durch den Separator auf die andere Seite zu bringen, zu Ende ist. Da gibt es keine Lithium-Ionen mehr, die man rüberschiften kann durch das Entladen. Aber das Ding hat noch Energie. Und deshalb werden Partikel herausgelöst, die dann später sich zusammenklumpen könnten
zu diesen Stalaktiten. Den okay. Ja, okay, das habe ich jetzt soweit verstanden. Und wie findet ihr jetzt heraus, welcher Akku, ich sag jetzt mal, noch funktioniert und bei welchen vielleicht schon diese Dendriten sozusagen gewachsen sind, ja, und der sich halt zerstört hat? Also unterm Rastermikroskop, wir nehmen die Zelle auseinander und klappen dann eine Kathode-Anode auseinander und gucken auf dem Rastermikroskop, wie hoch die Dendriten sind. Okay, nein, jetzt setzt den Fall, wir hätten kein Rastermikroskop. Gut. Der praktische Test ist, wir müssen vorsichtig versuchen, diese Zelle wieder auf ein normales Spannungsniveau zu bringen und dann zusammen mit den anderen Zellen des Akkupacks vollladen. Dabei kann es schon am Ladegerät zu Störungen kommen. Das Ladegerät sagt, nee, ist nicht, die Zelle mag ich nicht. Dann das Ganze entladen. Und wenn wir die Kapazität und den Innenwiderstand an der Stelle messen können und der vergleichbar ist mit den technischen Daten der Referenzzellen, also den Zellen, die noch heile, die noch gesund sind, dann scheint der Schaden, den die Zelle genommen hat, nicht allzu hoch zu sein. Und das ist eben die Frage. Diese Messungen müssen wir machen, bevor wir überhaupt auch nur daran denken können, diese Akkus mit den ehemals 0-Volt-Zellen überhaupt wieder für einen Fahrbetrieb freizugeben. Okay. Nun hat sich ja aber bereits während der letzten Wochen gezeigt, dass es einzelne Zellen gibt, die sich offensichtlich nicht laden lassen, richtig? Ja. Der Erik hat diese Ladeversuche gemacht bei den sogenannten 0-Volt-Zellen und die haben sich sehr unterschiedlich verhalten. Teilweise ließen die sich langsam wieder auf ein Spannungsniveau von 2,5 Volt hochladen. Bei einzelnen Zellen hat es einen Stopp gegeben bei 0,7 Volt. Die haben 0,7 nach dem Laden 0,7 Volt gezeigt und Abbruch, nichts weiter. Okay. Und wieder andere haben überhaupt nicht reagiert und ließen sich überhaupt nicht hochladen. Also da trennt sich dann schon die Spreu vom Weizen. Was bedeutet das jetzt für das gesamte Projekt, wenn du Zellen da drin hast, die sich einfach nicht laden lassen, dann sind die wirklich hin. Und müssen also ausgetauscht werden. Wenn man das Ziel hat, den Akku wieder für den Fahrbetrieb freizugeben und man möchte jedes Risiko vermeiden, dass sich durch Dendritenbildung einzelne Zellen irgendwann mal den Separator durchstoßen und möglicherweise dann explodieren, dann müssen natürlich alle diese 0-Volt-Zellen ersetzt werden durch neue oder neuwertige Zellen. Okay, kurz zur Erklärung, du hast ja gesagt, dass diese Dendritenbildung den Separator zerstören kann und dadurch könnte dann natürlich diese Zelle durchgehen und könnte explodieren. Nur kurz zur Erklärung, das passiert nicht in einem Akku im Fahrbetrieb, deshalb war der Sync ja auch nicht mehr fahrtüchtig, weil dann schon weit vorher das BMS ab einem gewissen Spannungswert abschaltet, richtig? Wir wissen heute nicht genau, ob nicht das BMS und das Batteriemanagementsystem durch einen Fehler, durch eine Beschädigung, durch welche Einflüsse auch immer, dazu geführt hat, dass einzelne Zellen eben nicht zusammen mit den anderen geladen wurden. Also quasi eine Fehlfunktion, ob es eventuell eine Fehlfunktion im BMS war. Wir haben ja auch auf dem im ersten Teil des Videos, hat der Sven Richter es gezeigt, wir haben ja auch einzelne Transistoren auf diesen Balancer-Platinen, ja, die ganz offensichtlich verschmort sind.
Also da sind irgendwie sehr hohe Ströme geflossen, die da eigentlich nicht hingehören. So, jetzt hast du gesagt, wenn man diesen Akku wieder für den Fahrbetrieb freigeben möchte, dann wird man nicht drum herum kommen, gegen neue oder neuwertige Zellen oder zumindest intakte Zellen auszutauschen. Wie darf ich mir das jetzt vorstellen? Wollt ihr jetzt so einen Kasten rausnehmen und den austauschen oder wollt ihr wirklich da unten einzelne Zellen tauschen? Also wie ist jetzt der aktuelle Status? Was würde jetzt wahrscheinlich als nächstes kommen? Ich denke mal, die Entscheidung können wir heute noch nicht treffen. Wir müssen erst einmal die Bestandsaufnahme fortsetzen und sehen, wie die Vergleichswerte derjenigen Zellpacks sind gegenüber den heilen Zellpacks. Also wo eine 0-Volt-Zelle drin ist, wie verhält sich dieses Paket, dieses 12S-Paket, im Vergleich zu einem Zellenpack, der völlig gesund ist. Okay. Die Kapazität wird gemessen und der Innenwiderstand jeder einzelnen Zelle wird gemessen. Dann würde ich aber mal sagen, dann danke ich dir auf jeden Fall, Henning, dafür, für diesen Zwischenstand. Ich halte euch weiter auf dem Laufenden. Hier geht aber jetzt natürlich auch nochmal ein erneuter Aufruf an die Leute da draußen raus. Beim ersten Mal hatten wir ja gefragt, wer kennt vielleicht jemanden, der solche BMS-Systeme vertreibt. Diesmal geht ganz klar die Anfrage raus. Kennt ihr vielleicht irgendjemanden, der noch einen alten Think irgendwo zu stehen hat oder einen Akku oder der vielleicht so ein Ding schon mal aufgebaut hat, der Ähnliches schon mitgemacht hat, der vielleicht mit seiner Expertise da mithelfen kann? Oder kennt ihr vielleicht irgendeine, oder ihr seid vielleicht selber von einer Elektrotechnikfirma und sagt, nee, pass mal auf, ich habe da eine ganz andere Idee, das machen wir ganz anders, ich mache euch mal einen Vorschlag, dann schreibt uns gerne, ich blende es hier unten mal ein, an youtube@igembb.de. Es geht ganz einfach über die Lippen, wenn man es 3-4 Mal geübt hat. Ne? Also nochmal youtube@igembb.de und dann leite ich das gerne an alle, die daran arbeiten, weiter. Und abonniert den Kanal. Natürlich, ist ja obligatorisch, sonst wissen sie ja nicht, wie es weitergeht. Ja. Denn eigentlich ist ja das Ziel, daraus ein Maskottchenauto zu machen für die IG, oder? Ja. Das wäre das Schönste. Ja. In diesem Sinne, ich bedanke mich fürs Zuschauen, freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Danke Henning, danke Erik und danke alle, die daran mitarbeiten. Danke Daniel, auch der sich einer unserer treuen Zuschauer, der sich auch hier sehr engagiert mit einbringt. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.